ICE 228 von Wien Hauptbahnhof nach Dortmund Hauptbahnhof. Fahren Sie den Personenzug von Hanau Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge TSW 5 hier auf meinem Kanal. Wir sind heute mit der Baureihe 411 der Deutschen Bahn unterwegs. Das ist der ICE mit Neigetechnik. So viel weiß ich schon mal. Das ganze Ding wiegt ungefähr 390,9 Tonnen, hat 7 Wagen und eine Gesamtlänge von 184,3 Meter. Wie es oben im Text steht, fahren wir nur eine Etappe mit diesem ICE und zwar von Hanau nach Frankfurt. Dann beginnen wir hier mal unsere Schicht im wunderschönen ICE. Ich zeige euch den mal von außen. Sieht echt geil aus, das Ding. Vor allen Dingen legt er sich auch richtig schön in die Kurven rein. Wir machen jetzt hier aber erstmal kurz alles ready. Und jetzt mal gucken, ob ich das hier überhaupt auf die Kette kriege, Freunde. Wir legen hier erstmal den Richtungsschalter in Richtung vorwärts. Dann machen wir hier die Türen auf. Türen geöffnet. Hat das auch geklappt? Ja, man sieht, die Türen gehen auf. An alle Leute, die hier super bahnaffin sind und so, bitte reißt mir nicht den Kopf ab. Es ist hier einer meiner ersten Runden im TSW 5. Ich bin auch mit den ganzen Fachbegriffen noch wenig vertraut. Wir spielen heute ohne SIFA. Eine PZB habe ich noch nicht gerafft. Das liegt aber oder hängt damit zusammen, weil ich noch keine Signalkunde habe. Aber das kommt dann in den nächsten Folgen. Wenn ihr Tipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und auch an dieser Stelle würde ich mich natürlich ultra über ein Däumchen nach oben freuen. Ich hole uns hier schon mal das AFB rein. Das ist quasi so eine Art Tempomat. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Achso, nee, warte mal. Wir können das hier einstellen. Und zwar AFB. Die freie Eingabe. AFB. Wir dürfen auf dem Bahnhof erst raus mit 40, dann stellen wir uns die AFB schon mal auf 40. Das ist, wie gesagt, quasi so eine Art Tempomat. Um 13.16 Uhr haben wir Abfahrt, also so ziemlich in 30 Sekunden. Dann mache ich jetzt hier schon mal die Türen wieder zu. Schließvorgang eingeleitet. Düt, düt. Okay, die Türen sind schon mal zu. Jetzt lass mich mal überlegen, haben wir alles? Bremse ist gelöst, wir brauchen noch unsere Spitzenlichter. Gedimmte Fernlichter, was haben wir hier? Normale Fernlichter. Ja, normal ist wahrscheinlich schon an, oder? Jo, normal leuchtet der Zug. Und dann haben wir, glaube ich, alles drin. Der ICE ist jetzt zum Glück nicht der schwierigste. Wir haben Abfahrt, Freunde. Dann Bremse ist gelöst. Ich würde sagen, dann hauen wir hier mal Speed drauf. Fangen wir mal an mit 40% Leistung. Ich liebe diese Motoren-Sounds vom ICE. Ja, da können wir ein bisschen in die ICE reingucken. Wie gesagt, wir machen jetzt hier eine ganz entspannte Tour von Hanau nach Frankfurt für die erste Folge. Das sollte so Pi mal Daumen 20 Minuten dauern, wenn alles nach Plan läuft und ich mich an den Fahrplan halten kann. Ihr wisst ja, Freunde, ich bin Meister in Verspätungen. Wir starten hier auf Gleis 102. Auch interessant, ist bei uns in Karlsruhe eher so eine Art Notfallgleis in die Pfalz rüber. Tuckern wir hier mal vor über das Weichenfeld, über das Vorfeld. Keine Ahnung, wie man sowas nennt. Gehen wir hier mal wieder rein in unseren Bunker. Aktuell dürfen wir noch nur 40 fahren. Wie gesagt, Signalkunde und kommt. Ich glaube, jetzt dürfen wir gleich 60 fahren. Stellen wir den AFB-Regler hier mal ganz geschmeidig auf 60 hoch. Vermutlich dürfen wir erst ab dem Signal 60 fahren, aber ich lasse den ICE jetzt mal ganz geschmeidig hochrollen. Wie gesagt, mit einer PZB und so, glaube ich, hätten wir dann heftige Zwangsbremsungen zwischendrin. Wir können ja hier auch mal volle Bulle geben, oder? Geil. Wirklich geil. Also Grafik gefällt mir wirklich sehr. Auch der ICE, der sieht richtig gut aus, wie er sich hier so schön in die Kurve reinschlängelt. Können ja auch nochmal das Heck angucken hier. Sehen wir jetzt, wie er sich neigt? Ja, so ein ganz klein bisschen legt er sich schon in die Kurve. Kommen aber noch ein, zwei Punkte. Da ist es dann deutlicher. Oh, gehen wir hier nochmal raus. Ich liebe das. Auch die Sounds, wenn der Zug so über die Weichen drüber fährt. Das ist einfach eine geschmeidige Geschichte. Da vorne kommt die Brücke. The bridge is coming. Da müssen wir quasi in den Führerstand wechseln, weil jetzt haut uns die Kamera in den ICE rein. Ist auch nicht so schlecht. Sehen wir mal den Innenraum. Man kann ja hier auch komplett durchlaufen. Ich bin ja jetzt auch bei Gott nicht der Erste hier mit dem TSW 5 auf YouTube. Ich habe einfach nur ultra Bock, Zug zu fahren und das auch irgendwie so ein bisschen zu lernen. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf, das ganze Projekt hier mit zu begleiten.
Wie gesagt, der ein oder andere Simulationsprofi, der wird sich hier bestimmt, wird bestimmt vor dem Rechner sitzen und sich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. So genug gebabbelt, wir sind über die Brücke drüber und dann setzen wir mal unseren Tempomat oder das AFB mal auf 130 km/h. Jetzt sehen wir hier, wie der ICE sich richtig schön in die Kurve reinlegt. Ja, zumindest haben wir es gerade gesehen. Doch, hier von hinten sieht man es ein bisschen besser. Wir haben eine schöne Schräglage drauf. Ab und zu haben wir als irgendwie so ein paar Mikrolecks drin. Woher die genau kommen, weiß ich noch nicht, aber es könnte auch einfach am Spiel noch liegen, ist ja jetzt noch nicht so alt. Ist bislang die Standardvariante, je nachdem wie das Ganze bei euch auch ankommt und ob ihr Bock habt oder nicht, dann werde ich das Geld in die Hand nehmen und werde natürlich auf das ein oder andere DLC noch erweitern. Vorzugsweise theoretisch eigentlich eher die deutschen, ausländische Settings sind jetzt nicht so mein Steckenpferd, aber das kennen die Leute, die auch Emergency bei mir auf dem Kanal gucken und so. Ich hab's mit Ami-Setting und einfach mit anderen Ländern irgendwie ist nicht so ganz meins. Ich spiele ganz gerne im heimischen Setting. Ne? Ich hab ganz gerne ein Heimspiel. So, wir können hier die AFB auch mal hochjagen. Jetzt endlich auf 160. Wie gesagt, ist für mich alles hier erstmal zum Eingrooven. Es ist auch wirklich nicht so einfach, so ein ICE, sagen wir mal, von 160 auf 100 runter zu bremsen. Also sagen wir, runterbremsen geht schon, ne? Aber das halt dann auch richtig zu timen, richtig zu treffen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Den Bremssound finde ich übrigens am geilsten beim ICE. Hören wir, wenn wir in Frankfurt ankommen. An dem Bahnhof bin ich bestimmt auch schon hunderte Male in meinem Leben umgestiegen und kotze immer total ab, wenn ich ganz am Ende aussteige und dann musst du eben vorlaufen. Ne? Frankfurt ist ein Kopfbahnhof, die meisten von euch wissen das wahrscheinlich. Und je nachdem, wo du halt im Zug sitzt, hast du halt immer eine weite Wegstrecke. Deswegen, wenn es knapp ist in Frankfurt, kann ich euch immer nur den Tipp geben, lauft im Zug am besten schon die Wagen vor, bis in Wagen 1 oder so weit, wie er halt kommt. Ne? Je nachdem, wenn zwei ICEs wieder zusammenhängen, dann kann man natürlich nicht durchlaufen, aber zumindest in einem ICE, wenn man hinten ist, schon mal nach vorne durchlaufen. Hier mal einen weichen Sound, ja, einen ganz leichten Klack, Klack, wenn man im Hintergrund gehört. Ja, da sehen wir mal hier das Heck vom ICE. Ansonsten sind das ja hier im Train Symbol sind das ja reale Strecken. Ich glaube, die sind so relativ gut nachgebaut. Ich habe jetzt hier Frankfurt-Fulda leider wenig Ahnung. Das Gleisbild von Frankfurt sagt mir was. Auch die Einfahrt, wie gesagt, weil ich da auch schon oft unterwegs war. Allerdings hier Hanau und die Verbindung von Hanau nach Frankfurt, keine Ahnung. So oft war ich hier in dieser Ecke noch nicht unterwegs. Aber das ist so ein schönes Bild, ne? Wir sind hier in der Neigetechnik, weil wir machen jetzt mal Stopp. Es gibt ja hier, glaube ich, nämlich auch einen Fotomodus. Sieh mal an. Und die Leute, die mich kennen, die wissen, ich liebe es, Fotos zu machen in Simulationsspielen. Ich weiß gar nicht, wo sich dieser Fetisch herentwickelt hat. Kam vermutlich aus Wegberg. Na, jetzt gehen wir hier mal vor an unseren Zug, an die Spitze. Ne? Da sieht es vermutlich am besten aus. Und dann gucken wir mal, dass wir hier in dieser Kurve vielleicht ein schönes Thumbnail hinkriegen. Wie dieser ICE hier wunderbar sich in die Kurve reinlegt. Ja, vielleicht so. So ist schon mal ganz gut. So, und dann gehen wir mal hier rüber in die Schärfentiefe. Gucken wir mal. Ja, 30% sah ganz gut aus. Was passiert beim Schwerpunkt? Nix. Rotation. Wir können da theoretisch den Zug gerade setzen. Wir können ihn aber auch hier noch so ein bisschen mehr in die Neigetechnik reinbringen. Machen wir so. Sichtfeld können wir noch ein bisschen erweitern oder näher ran. Ja, so. Bewegungsunschärfe. Ne, die lassen wir weg. Belichtung, ja, die können wir auch mal lassen. Sättigung. Ja, oh, hier, wenn der Streifen so richtig schön rot leuchtet. Ne? So über Fotos einfach mit überkrassem Kontrast, da stehen die Leute drauf. Das sieht im Thumbnail immer am besten aus. So, machen wir auch hier mal so ein bisschen den Vignette-Effekt. Die Helligkeit können wir, glaube ich, fast so lassen. Ja, doch ein bisschen noch rausnehmen. Ja, Körnungseffekt aus, Sepia-Effekt brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier drüben noch? Ja, da können wir jetzt noch alles hier einstellen, aber ich würde sagen, das passt. Es verändert sich bei der Tageszeit. Können wir hier nochmal eine coole Sonnenposition rausfinden. 11 Uhr sah ganz geil aus. Boah, 18 Uhr so in die Abenddämmerung. Ich merke schon, wir werden hier viel, viel Spaß haben, aber ich glaube, 11 Uhr sah, damit man erkennt, dass es ein ICE ist, am besten aus, oder? Das klingt gut. Und wo machen wir jetzt hier ein Foto? Wo ist der Knopf?
Wo ist der Knopf? Was passiert, wenn wir Enter drücken? Nix. Nee. Dann machen wir es einfach mit Steam. Pass mal auf. F-Overlay ausblenden. F12. Ja, also. Passt doch, oder? Haben wir hingekriegt, Freunde. Gut, also genug hier im Fotomodus verbracht. Dann haben wir den zumindest jetzt auch schon mal ausgekundschaftet. Düsen wir mal weiter Richtung Frankfurt. Sind noch 12 Kilometer, 11 Kilometer. In Frankfurt kommen wir an am Bahnsteig 5, wenn alles nach Plan läuft, um 13:36 Uhr. Vorausgesetzt, wir kommen pünktlich an, Freunde, ne? Vorausgesetzt, wir kommen pünktlich an. Die Sicht finde ich fast mitunter einer der geilsten. So schön seitlich dran kann man noch ein bisschen mehr von der Landschaft erkunden. Die hintere Sicht ist natürlich auch ganz geil. Mag ich so, warum so, Freunde? Wir haben hier das Problem, wenn wir hier mit der Kamera zu weit weg sind. Ja, jetzt sieht man es gerade. Er nimmt hier die Pfosten als Kollision wahr für die Kamera und dementsprechend ploppt er hier immer wieder weg. Das ist ein bisschen nervig und sieht auch hässlich aus. Ja, hier haben wir wohl einen kleinen Güterbahnhof, so wie es aussieht. Hier können Güterzüge zusammengestellt werden oder abgestellt werden, je nachdem. Ich weiß nicht, was das ist. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Was für ein Gleisfeld ist das hier? Ah, warte mal. Oder ist das hier? Hier werden S-Bahnen abgestellt. Fahren wir übrigens in der nächsten Folge. Lässt sich sehr, sehr geil fahren mit dem Kombihebel. Oh, jetzt haben wir hier natürlich mega geile Neigetechnik-Optik. Oh, richtig schön. Auch hier mit der Abtrennung. Bahnhof und rechts das ICE-Gleis. Gehen wir wieder rein in unsere Bude und setzen schon mal das AFB auf 150 km/h runter. Und damit bremst auch der ICE jetzt dann von alleine auf die 150 ab. Woher weiß ich das? Ja, das hat oben rechts, verrät mir das. Der grüne Punkt oder beziehungsweise generell die Punkte in Farbe, die sagen uns das Signal quasi an. Grün bedeutet freie Fahrt. Die Zahl, die da drunter ist, die 150, die sagt uns die aktuelle Geschwindigkeit. Der blaue Streifen hier vorne bedeutet jetzt, dass wir durch einen Bahnhof durchfahren. Und ich sehe gerade, da vorne kommt eine 130er-Zone. Müssen wir vielleicht dem ICE auch ein bisschen helfen noch hier. Ja, zu bremsen, wobei ich glaube, wir können es ganz entspannt in die 130er-Zone reinrollen lassen. Mit der AFB scheint es jetzt einigermaßen zu laufen. Durch welchen Bahnhof wir jetzt durchgefahren sind, habe ich gar nicht drauf geachtet. Jetzt sind wir noch 4 km/h zu schnell, aber das passt. Da vorne dürfen wir dann eh schon wieder 150 fahren. Was ist das hier für ein Städtchen? Sind wir hier in Hanau? Ne, keine Ahnung, ne? Irgendwo kann man sich einen Fahrplan öffnen, beziehungsweise eine Map. Guck mal hier, wir sind in. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo sind wir? Wir sind in Hanau gestartet. Theoretisch könnte das Offenbach gewesen sein, weiß ich nicht. Müssen wir in Offenbach auch anhalten? Gehen wir mal hier auf Plan. An einem Ort anhalten. Nö, in Frankfurt. Ach, wir sind gerade durch Offenbach durchgefahren. Kann das sein? Ist das Offenbach? Wenn USK 18 mit zuguckt, vielleicht hast du ja ein bisschen Streckenkunde hier in der Gegend. Oh, wir dürfen schon wieder schneller fahren. Hier, guck mal, vor lauter Bubble, ne? Man muss sich echt an das Zugfahren irgendwie gewöhnen. Also die AFB wieder hoch auf 150, dann darf der ICE wieder Gas geben. 5 Kilometer sind es noch, bis wir anhalten müssen. Und 13:23 Uhr. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier deutlichst zu früh in Frankfurt ankommen. Da hinten erstreckt sich schon mal die Skyline von Frankfurt. Frankfurt am Main ist die Stadt, die ich meine, Freunde. Ja, sieht nach Frankfurt aus. Ich kenne jetzt keine andere deutsche Stadt, die so eine Skyline hat. Also man erkennt, dass es Frankfurt ist. Es ist jetzt aber von den Hochhäusern her wohl nicht ganz original nachgebildet worden. Macht ja nichts. Macht trotzdem Spaß. Da vorne haben wir ein rotes Signal. Oh. Dann nehmen wir hier mal die AFB raus. Die kann man hier über den Knopf ausschalten. AFB aus. Nehmen hier mal die Leistung komplett runter. Da kommt ein Kollege. Mit einem doppelten ICE. Schlauen doppelten ICE. Na, gehen wir mal hier in die Bremsleistung 4. Vorne kommt dann eh schon wieder das 100er Schild, beziehungsweise ist das Signal da vorne umgesprungen. Dann können wir die AFB doch wieder aktivieren. Und zwar auf, machen wir mal auf 110. Bremsen wir schon mal gemütlich runter. Wie gesagt, die Profis werden hier bestimmt gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, werden sagen: Kai, was machst du hier? Dann gehen wir mal runter mit der AFB auf 100. Da vorne kommt ja schon die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja, diesmal war es jetzt hier bei dem Schild, aber das passt. Wir lassen das jetzt hier geschmeidig durchrollen. Ja, ab und zu ruckelt es kurz, ne, wenn die Map lädt. Also wir spielen übrigens auf Ultra-Grafikeinstellungen, ist alles auf hochgeballert. Und wir spielen hier auf 4K. Nee, das ist doch jetzt Offenbach. Nee, Frankfurt Süd müsste das sein. Ist das Frankfurt Süd? Haben wir hier irgendwo ein Schild? Ja, Frankfurt Süd. Wir sind in Frankfurt Süd. Hier war ich auch noch nie in der Gegend. Da sehen wir übrigens das, was ich meine. Also wäre cool, wenn die Kamera keine Kollision hätte. Können wieder auf 100 hoch beschleunigen. Setzen wir die AFB mal auf 110. Wir können auf 110 hoch beschleunigen, wollte ich sagen. Passt, passt, passt. Achso, ja gut, wir sollten halt auch noch Leistung geben, ne? Sonst kann der ICE hier nicht hoch beschleunigen. Gehen wir mal wieder eine S-Bahn auf dem Abstellgleis. Ah, das ist am geilsten, wenn er sich hier so schön in die Kurve legt, der ICE. Das sieht einfach schön aus. Nur da vorne kommt dann schon ein 90er. Nehmen wir schon mal das Tempo raus. Weiß ich nämlich nicht, zählt jetzt für uns 90 oder 80? Ja, scheinbar wohl 90. Jetzt rollen wir hier mal gemütlich in Frankfurt ein. Ja, also je nachdem, wie ihr Bock habt, werden wir hier das Ganze erweitern. Wie gesagt, es wird ja hier endlos wieder Lokomotiven-Packs geben und. Und dann wird hier natürlich der KI-Verkehr auch krasser und natürlich auch vielfältiger. Dann hat man nicht nur die 5 Züge aus dem Basisspiel hier rumfahren, sondern ja, dann auch deutlich mehr Züge. Und da ich, wie gesagt, kein einziges Pack besitze, die alten DLCs sind wohl auch kompatibel. Ach, geil, er legt sich schon wieder so fett in die Kurve hier. Rüber über den Main vermutlich. Gehe mal in Kamera 8, da können wir uns nämlich frei bewegen. Oh ne, nicht Richtung Schalter rückwärts, vorwärts. Ich will hier mit WASD die Kamera steuern, das hat aber nicht so gut funktioniert. Ja, da ist der ICE vorbei und wir sind hier in der Kamera. Hier haben wir den Main. Der ist schnell wieder zurück, nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. So, dann setzen wir mal die AFB auf 60 runter, ja, beziehungsweise auf 70. Ja, doch, vielleicht schon auf 60. Ich glaube, die Leistung hier können wir mal auf 50% lassen oder auf 60. Da kommen die Dostos entgegen. Da vorne fährt auch noch ein Dosto. Und hier fahren wir rein ins wunderschöne Frankfurt. So, jetzt machen wir hier aber die AFB mal aus. Warum ist hier so dunkel? Hä? Was ist jetzt passiert? Bin ich über ein rotes Signal drüber gefahren? Wo geht's als nächstes hin, Kai? Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen. Zugdienst wiederholen, letzten Checkpoint laden, Hauptmenü, zurück zum Fahrplan. Ja gut, dann war das hier wohl eine kurze Geschichte im TSW 5. Aber sollte ja fürs Probieren gereicht haben. Wenn ihr Bock habt, nehme ich auf jeden Fall noch die nächste Folge auf mit der S-Bahn. Dann fahren wir mal von Wiesbaden nach Hanau. Klingt auch nach einer coolen Strecke an sich. Ja, schade Schokolade. Ich hätte gedacht, wir landen im Gleis. Vielleicht bin ich aber auch über Rot drüber gefahren. Das Spiel hat jetzt abgebrochen. Ich werde es beim Schneiden gleich sehen. An dieser Stelle, wie immer, Freunde, gib dem Video sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Und wenn du keine Folge verpassen willst, lass auch gerne ein Abo da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.